Schwarzwald, ein bisschen die japanische Kavallerie. Da gibt es keine Modelle dafür, deshalb musste ich ein paar Gussrahmen zusammenfügen, die eigentlich nicht zusammengehören. Aber ich zeige euch jetzt hier in dem Video ganz kurz, wie ich das gemacht habe und was dann zum Schluss für Modelle dabei rauskamen. Und jetzt sehen wir es auch schon. Die Bits, die ich für meinen Reiter verwende, sind hier von der American Civil War Box von Perry Miniatures. Die Kavallerie, weil das sind die Pferde ziemlich cool. Das sind immer das sind 4, 5 verschiedene Pferdehälften, wo der Kopf mit dran hängt und passende andere Hälften dazu. Und wenn man die dann miteinander kombiniert, kommen da immer verschiedene Pferde bei raus. Zum Beispiel dieses Pferd. Und wenn man die andere Hälfte dran baut, ist dieses Pferd. Und das ist schon ziemlich cool. Die Pferde sehen großartig aus. Und deshalb habe ich mich für diese Pferde entschieden. Die will ich haben für meine Kavallerie. Ist auch ziemlich praktisch. Sind so ziemlich die einzigen Pferde, die ich gefunden habe, wo dann nicht irgendwie mit Ritterrüstung versehen sind oder mit irgendwelchen komischen Verzierungen aus dem französischen Krieg mit Musketen und so. Die hat mir einfach nur ein paar Taschen dranhängen und Taschen und einen Sattel, das geht immer. Der Reiter, ja, ist nichts Weltbewegendes. Den werde ich mir zurechtschnippeln, wie ich ihn brauche, weil ich brauche eigentlich nur die Beine davon. Bei den Beinen ist nämlich toll, dass diese Reiter hier quasi Stoffhosen anhaben, ein paar Reiterstiefel dazu und das funktioniert dann ganz gut. Und ansonsten brauche ich hier natürlich noch meinen japanischen Body, weil ich will ja Japaner auf Pferden bauen. Und ja, der arme Kerl kriegt gleich die Beine abgenommen. Japanischen Kopf. Habe ich mich auch für die mit dem Helm entschieden, weil ein Reiter ohne Helm sieht irgendwie dann gleich so Zweiter Weltkriegsmäßig aus. Und der Helm macht schon einiges her. Und dann gibt es hier noch diese Armpaare mit der Knarre dran. Ich möchte nämlich auch ein paar Reiter mit Gewehren darstellen. Ja, und das sind meine Bits. Die säge ich mir jetzt zurecht und zeige euch dann gleich, was ich alles abgenommen habe. Ja, ne, ganz brutal. Einfach mit der Bastelzange. Zack. Erstmal die Beine abgeknipst. Da liegen sie rum. Und hier vom Reiter den Body abgetrennt. Und was brauchen wir jetzt davon nicht mehr? Die Beine sind unnötig. Und der Arm und der Oberkörper vom Reiter sind unnötig. Und das hier, daraus forme ich mir jetzt einen tollen japanischen Reiter. Dazu gehe ich jetzt mit meinem Cutter hin und schnitze ihn mir zurecht. Ja, mit einer Hand ist jetzt ziemlich schwierig, das zu zeigen an der Kamera. Aber hier, ich habe jetzt versucht, die Beine und den Oberkörper so weit anzupassen, dass der Spalt dazwischen so gering wie möglich ist. Und jetzt werde ich mir ein bisschen Green Stuff zusammenmixen und die zwei Teile montieren. Also das Pferd zusammengebaut, kurz entgradet, nichts Großartiges. Nicht lange rummachen. Und den Reiter, ich jetzt auch mal gucken, ob ich das aufgenommen kriege. Hier so ein bisschen zusammengepappt. Und die Zwischenstellen versucht mit Green Stuff so gut wie es geht zuzumachen. Ja. Ja, meine Lichtverhältnisse sind jetzt hier halt gerade ziemlich schlecht. Ich hoffe, dass man später im Video dann besser sieht, wie jetzt hier an dem kleinen Monitor von der Kamera. Aber es geht weiter. Ich baue den Reiter jetzt zu Ende und zeige euch dann gleich, wie die Kavallerie am Ende aussieht. Ja, und so sieht er dann aus. Fertig zusammengebaut, eine kleine Knarre in die Hand, sein Reiterschwert hat er hier noch neben hängen, ein paar Taschen über die Green Stuff Verbindung und das ist der fertige Reiter. Und dann nehme ich ihn, setze ihn aufs Pferd, da klebe ich ihn noch nicht fest, weil zum Anmalen ist es mir lieber, wenn die zwei Modelle getrennt sind. Ja. Fertig. Und so sehen die Jungs dann aus. Extrem cool. Ja, kurzes kleines Video, wie ich die Reiter baue. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen und baut euch eine eigene Kavallerieeinheit.